Leute, hier ist wieder eure Skull Dorissa zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir hier in diesem wunderschönen Hain begonnen, den Dungeon zu erkunden, den zweiten. Und wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit den Plantahumpas. Inzwischen, auch wenn ich länger nicht aufgenommen habe, habe ich mich an den Plantahumpas geübt und mittlerweile kann ich's. Und nicht wundern, dass wir jetzt schon in diesem Raum sind. Da haben wir, glaube ich, im letzten Part aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, also so muss man den Mechanismus bedienen. Das weiß ich zufälligerweise noch von der Zeit, wo ich Wind Waker HD mal angespielt habe. Daher ist mir das bekannt, so. So, sehr schön. Sehr gut. Dachte gerade, ich schaffe den Sprung nicht. So, noch ein Herz aufsammeln. Gut, dann geht's jetzt gleich hier rein. Oh, hi. Was ist mit dir? Kann ich bei dir was abzwacken? Oh ja, tatsächlich. Du hast eine Goldfeder gefunden. Sie wird in der Beutetasche aufbewahrt. Sehr beliebtes Accessoire bei geflügelten Damen. Ah, das heißt also ab zu den Orni damit. War da nicht, glaube ich, mal so ein Typ, der unbedingt Goldfedern haben wollte? Oh, ich habe sie verwirrt. Nice. Das war eigentlich mehr Zufall als alles andere. Und Magie. Yay. Erst verwirren, dann die Goldfedern schnappen. Und dann... Au! Auf die Fresse kriegen. Ja, passt. Perfekt. Let's go. Noch mehr Magie. So. Ein Rubin. Das bringt uns nur nicht mehr viel, weil unsere Geldbörse ist bald voll. So. Ah, du schon wieder. Du schon wieder. Hi. Klauen wir dir mal kurz deine Saat. Und Magie. Und noch mehr Magie. Und jetzt greifen wir dich an. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier eine Plantahumpa. Sehr gut. Ah, das kann die auch verwirren. Sehr gut. Also das Dekoblatt ist echt nützlich. Ich habe das jetzt gerade nur random getestet, weil diese anderen Viecher dafür anfällig waren. So mache ich ja kurz einen Prozess mit den Viechern. Haha. Her mit den Rubinen. Ja, nur ist jetzt die Geldbörse voll. Alles, was wir ab jetzt einsammeln, ist für ein Popo. So, rein hier. Will mich hier erstmal umgucken. Okay, da ist noch eine. Ist da noch eine? Nee, das ist zu hoch für mich. So. Und first try. Da seht ihr, ich habe wirklich mit dem Plantahumpas geübt. So. Sehr schön. Perfekt. Oh, hier haben wir wieder so ein Ding. Und wir haben dich hier. Ach ja, da brauchten wir irgendwie so ein komisches Teil. Hä? Oh, Und jetzt macht das die Augen wieder zu, nehme ich an, oder? Nee. Ah, doch, jetzt, wo ich aus der Ego-Perspektive raus bin. Aber gut, ich denke mal, wir müssen da hinten irgendwas suchen. Sonst wäre hier nicht so ein Propeller-Ding. Komm her. So, schnell rüber. Sehr gut. Dann passt das von der Windrichtung her? Ja. Sehr gut. Einmal rüber. Einmal das. So. Jetzt schön vorsichtig ablegen. Wow, 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 wow. Nicht runterfallen, Link. Sehr gut. Nein, noch nicht ganz. Windrichtung muss stimmen. Ja, so. Perfekt.
Sehr gut. Und werfen. Verdammt! Nein! Oh, jetzt ist das blöde Ding kaputt gegangen. Ich muss wieder hochspringen. Verdammt! Sowas kann auch nur mir passieren, ey. Ach, typisch. Typisch ich. So. Ups. Dann holen wir es mal von drüben wieder zurück. Ach so, ich muss auch wirklich das andere Ding treffen, damit ich weiterkomme. Okay. Jetzt haben wir es endgültig gelernt. Ich dachte, wenn ich das in die andere Richtung drehe, dass ich dann gegebenenfalls mehr damit machen kann. So, well, rüber. Sehr gut. Ja, toll. Jetzt muss ich das Ding wieder ablegen. Sehr gut. Hier hin. Oh, da ist eine Kiste. Die sollte ich mir später vielleicht auch nochmal einverleiben. Aber wie... Ach so, ich habe eine Idee, wie ich da hinkomme. Okay. Aber das machen wir gleich. Erstmal will ich hier gucken. Falsche Taste. Wow! Alter! Wer hat die Nuss kaputt gemacht? Wieso ist die Nuss kaputt gegangen? Buh! Ach, verdammte Hühnerkacke! Ach! Das heißt also, ich darf nur eine bestimmte Zeit das machen, oder wie? Das heißt, ich muss mich auch noch beeilen. Das heißt, das ist auf Zeit, ohne dass du einen Timer hast. Ah, oder ich habe es mit dem Blatt getroffen. Das kann natürlich auch sein. Okay, das heißt, wir müssen dann bei der Nuss aufpassen, wo wir sie hinlegen, dass sie nicht kaputt geht. Also, wenn wir in der Richtung stehen und das... Hier könnte ich sie, glaube ich, ablegen. Was? Okay, weshalb ist die jetzt kaputt? Okay, sollte das jetzt gleich noch zweimal passieren, dann werde ich schneiden. Weil das hier ist einfach nur so eine Timing-Issue. Das ist einfach nur, ich bin zu blöd, das richtig zu timen. Weil ich hier gleichzeitig noch kommentiere, glaube ich, dass ich das nicht so gut hinkriege momentan. Oder dass ich einfach zu lange brauche. Und ich denke, ich brauche dafür dann mehr Skill. Und das kann ich halt am besten, wenn ich... Nee, also werfen tue ich die nicht. Ablegen muss ich die am besten hier hin. Dann so stellen und... Komm, komm. Nein! Oh Gott, ich bin so dumm. Kann ich mit dem Ding noch in die Planta Humpa? Nein, ich kann natürlich nur ohne das Ding in die Planta Humpa. Because... Ugh. Langsam wird mir das ein bisschen zu doof. Danke. Jetzt gehe ich nochmal hoch und wenn ich es jetzt nicht hinkriege... Dann schneide ich. Weil das ist echt ärgerlich. Das müsst ihr euch nicht antun. Ich bin alleine damit gestraft. Das ist, glaube ich, die beste Entscheidung. So. Und lass mich raten, der ganze Dungeon ist voll davon, weil ich mich nicht mehr so genau daran erinnere, was genau für Rätsel in diesem Dungeon vorgekommen sind. Aber da es ja hier um dieses wunderschöne Blatt geht, das sehr nützlich und sehr stressig zugleich ist, ja, kann ich mir absolut vorstellen, dass wir hier noch sehr viel Spaß haben werden mit dem Mist. Ey! Alter! Um...
Ich stehe schon wieder falsch. Kann ich die Kamera mal schnell zurücksetzen? Sehr gut. Nicht ganz jetzt. Sehr gut. Ich meine, beim ersten Mal lagen wir ja schon relativ gut. Wenn man so darüber nachdenkt. So. Sehr gut. Meine Güte, das war eine schwere Geburt. So. Jetzt haben wir hier den gleichen Mist nochmal. Lass mich raten, hier sind Gegner. Oder Ranken. Natürlich, natürlich sind hier Ranken. Aber wie umgehe ich die Dinger? Ich habe eine Idee. Ich versuch's mal. Ja! Nice! Haha, verarscht. So, aufheben. Ein Stück weggehen. Seht ihr, so geht das. Meine Güte. Wow. Okay, da haben wir was zum Rüberschwingen. Gehen wir da doch am besten erstmal hin. So, ist hier noch irgendwie ein Herz oder so? Ich weiß, ich bin dreiviertel voll, aber... So. Und zack. Sehr gut. Sehr gut. Wie kommen wir von hier nach da? Ah, ich sehe schon. Und lass mich raten, hinter der Tür da vorne ist dann der Schlüssel. Nein! Ach, hier unten ist auch noch was. Sogar zwei. Ja, aber... Okay, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Da vorne ist eine Plantahumpa, sehr gut. Also sie haben wenigstens ein Failsafe eingebaut, das ist sehr gut. So, falsche Taste gedrückt. Oh, Mist. Hä? Bin ich nicht hoch genug gekommen oder was? Sieht so aus. So, nochmal. Jetzt aber. Jetzt sind wir wieder oben. Perfekt. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier auf die Brücke warten. So, ich gucke mich hier nochmal genau um, bevor ich hier weitermache. So. Ja, am besten ist es wirklich, darüber zu springen. Hm. So. Und werfen. Yes, nice. Na komm, lass mich rein. Perfekt. Wow. Aha, da unten sind also Viecher. Oh, ich mach mal schnell eine Wirbelattacke. Das sollte helfen, ja. Die machen mich auch langsamer, wie es aussieht.
Dinger sehen echt eklig aus. Wie so kleine Stachelschweinaugen. Ugh. Was ist da drin? Ernsthaft? Ich dachte, da wären Schlüssel drin. Rubine bringen mir momentan nichts. Ich hab 500. So. So, gehen wir hier lang. Wieder ein neuer Raum. Okay, die Dinger können wir nicht angreifen. So, aufheben. Werfen. Ja, sehr gut. Hier ist eine Truhe. Dann gib mal her, was ist da drin? Ich hoffe, was Gutes. Ich hoffe, was Gutes. Was ist drin? Ein Schlüssel? Ach, der Kompass. Okay, das geht natürlich auch. Ob bei den Ranken auch eine Bombe hilft? Mist. Nee, ich kann hier auch nicht zwischen. Ach. Verdammt. Okay. Mhm. Hier ist also eine Sackgasse. Da. Ja, okay. Ach, verflixt. So. Hier ist eine Planta Rumpa und hier. Hier bräuchte ich die Bombe. Oh. Really? Kann ich mich denn nicht irgendwie gegen die Dinger wehren? Nein. Okay, das heißt, ich muss die Bombe schnell genug werfen, dass die Ranken nicht hochkommen, die da den Weg blockieren, weil die sonst eine Mauer bilden. Alles klar. Ach! Verflucht. Ah! Dang it! Ich brauche ein Herz! Gib mir Herzen! Nein! Ah, verflucht. Gib her. Oh, ich bin vorbeigekommen. Sehr gut. Oh, ein Glück, ein Herz. Ah! Und da ist es wieder weg. Zum Großteil. Kann ich wenigstens hier den Rasenmäher spielen? Danke, ihr lieben Ranken. Dankeschön. So, gehen wir mal hierher. Sehr gut. Moment, wo ist das Herz hin? Die Ranken haben mein Herz gefressen. Autsch. Da ist wieder eins. Was ist eigentlich, wenn ich das hier benutze? Ach, da sind nur Rubine drunter. Das ist irrelevant. Au! Der Weg ist so weit und ich renne trotzdem immer wieder in die Ranken. Weil ich es kann. Oh, da ist ein Herz. Ja, damit. Ja.
Quatsch, nicht schon wieder. Aua. Ja, wir wissen es langsam. Ihr seid Ranken. Ihr versperrt mir den Weg. Es ist in Ordnung. Gib mir jetzt einen Schlüssel oder sonst was. Danke. Man merkt, ich habe die Ranken sehr lieb. Nicht. Okay, da ist eine Planterhumper. Da gehen wir hin. Was wäre, wenn ich mich in das Ding da... Kann ich das überhaupt? Oh, da liegt so ein Anhänger. Ah, den muss ich haben. Gib her. Ah, ich blöd, Mann. Oder ja, blöd, Frau. Ne? Ich liebe diese Ranken. Ich liebe sie ganz doll. Nicht. Kommt her, ihr. Meine Fresse. Sehr gut. Gibt es hier noch irgendwo einen Weg, wo ich hin muss? Sieht nicht so aus. Oh, Herzen. Nice. Ist das hier wirklich nur, um mich aufzuheilen? Und vielleicht hier wieder wegzukommen? Ah. Damit ich nicht hier die ganze Zeit wieder... Alles klar. Dankeschön, Spiel, dass du mir diesen netten kleinen Ausweg bringst. So. Sehr gut. Jetzt muss ich wieder dahin, wo die Tür verschlossen war, oder? Ah, diese Mistviecher! Stachelaugen nenne ich die jetzt. Weiß nicht, wie die wirklich heißen. Wow! Jetzt sind hier auch noch Schleimis. Böse Schleimis. So, komm her. Kommt her, Chuchus. So. Komm her, du. Puh, das war ordentlich. Sehr viel Gelee. Sehr gut. Irgendwas sagt mir, dass das hier noch wichtig wird. So, dann hier lang. Und dann kriegen wir die Tür auf. Yes! Oh nein. Genau, fall runter. Haha. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Komm schon. Lass mich hier durch. Danke. Und ab in den nächsten Raum. Und was ist das? Was bist du denn für ein Viech? Igitt! Was? Das Ding kann Digger kacken. Das Ding kackt die anderen Dinger. Entschuldigt, dass ich so ausgetickt bin. Das hat mich nur so erschrocken, dass das Ding, dass diese Dinge aus dem anderen Ding ausgekackt werden.
Das war eklig. So, gib mir deine komischen Samen da. Dann wirst du betäubt und dann wirst du weg. Das Ding hat mir aber auch gefühlt einen Jumpscare gegeben. Wo ist hier noch was? Wo ist hier noch was? Sind das vielleicht die Dinger, die jetzt noch Stress machen können? Was passiert, wenn ich euch anwehe? Gar nicht. Okay. Gucken wir mal, was uns die Plantarumpas hier bringen. Oh, ach du! Du bist der Grund, warum hier Stress ist. Ach, was mache ich denn da? Komm her, du. So. Und erledigt. Puh. Ja, der Rubin bringt uns jetzt herzlich wenig, aber okay. Dann gehen wir mal hierher, ab in die Plantarumpa und mal umgucken, wo wir hier lang können. Ah, da vorne ist was. Was ist hier? Oh, so viele Viecher. Ja. Wir landen jetzt woanders. Oh, solch Taktik. Ach. Alter, drei Dinger umzingeln mich hier. Das ist unfair. Okay, Blatt. Komm her. Lass mich aus der Ego-Perspektive raus. Und jetzt, weg mit euch. Mit dir auch. Jetzt haben wir dich. Jetzt gehe ich rüber und erledige dich. Sehr gut. Wo ist der letzte? Ist er noch da oder ist er jetzt weg? Ah, da ist er. Und weg. So, jetzt habe ich endlich mal Ruhe vor euch. So. Sehr gut. Dann einmal hier hin. Dann nach dort. Ah, das war jetzt doof gemacht. Zurück zur Plantarumpa, würde ich sagen. Ja, zurück zur Plantarumpa. Mhm. Wir brauchen jetzt von irgendwoher eine Nuss. Oder die Dinger, aber wie? Ah, vielleicht finde ich hier die Antwort. Gehen wir mal rein. Oh oh. Was bist du? Oh nein! Jetzt haben die so ein Riesending davon gemacht. Alter. Habe ich dich erledigt? Das ging ja flott. Ein Glück. Oh. Das könnte das Dungeon-Item sein. Hm, mal sehen. Oh, noch eine Goldfeder. Sehr schön. Die anderen Viecher sind auch alle weg. Das ist auch gut. Was haben wir hier drin? Und der Preis geht an... mich, denn ich habe jetzt einen Bumerang. Nice. Ja. Maximal kannst du 5 Objekte gleichzeitig anvisieren und mit ihm treffen. Okay, cool. Ich gehe mal kurz... ich rüste den mal aus. Den lasse ich auf dem Schulter-Dings. Ich gucke hier nochmal... ah, nee, ich habe ja volle Herzen. Lohnt sich nicht, hier Rasen zu mähen. Hä? Wieso komme ich nicht raus? Wieso hat er das nicht... ah, die wollen, dass man gleich den Bumerang lernt.
Sehr gut. Oh, ich erinnere mich, als ich damals Wind Waker in diesem einen Livestream vor ein paar Jahren angespielt habe, da hatte ich übelst Probleme mit dem Boss von dem Dungeon. Wegen dem Bumerang, weil ich zu dumm war, den damals einzusetzen. Zu meiner Verteidigung, ich musste an dem Tag auch mit dem Video-Gamepad spielen. Das Problem habe ich hier nicht. Weil Video-Gamepad und so geht hier nicht. Und das ist ja kaputt. Wir haben zwei kaputte sogar, glaube ich. Was mache ich denn? Kann ich die Ranken anvisieren? Ja. Oh, ich glaube, ich habe das Ding ein bisschen sehr erledigt. Was mir jetzt gerade auffällt, kann ich damit auch... nein. Wollte gucken, ob ich die Dinger damit treffen kann. Und ich kann! Jetzt werden diese Türen endlich ein Kinderspiel. Wow, ja. Hier sind ein bisschen viele von diesen Viechern. Na gut, ich würde aber sagen, hier mache ich dann erst einmal Schluss. Im nächsten Part setzen wir dann unsere Reise hier durch den verbotenen Hain fort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.